Ja, wunderbar. Ja, ich habe es ja aufgeschrieben. Schau mal. Alles klar, bis dann. Danke. Ciao. Was ist denn das für ein Trottel? Die Tür ist doch offen. Kommen Sie endlich herein. Ja. Hallo, was soll das denn werden? Bea! Entschuldige, dass ich hier quasi mit der Tür ins Haus falle, aber ich hatte alle Hände voll zu tun mit meinem Gepäck. Was machst denn du hier? Könntest du mir erstmal vom Boden aufhelfen? Ich rede so ungern aus der Käferperspektive mit anderen Menschen. Ja, natürlich helfe ich dir. Komm doch mal rein. Sag mal, warum hast du so viel Gepäck mit dir? Machst du eine Weltreise? Oh, Komm, setz dich da hin. Meine Güte, ist das ein Hitze. Ich komme um. Guten Tag, Sie sind sicher der Herr Wasser. Mein Name ist Betsy Vogelhuber und ich bewerbe mich bei Ihnen. Ach, wunderbar! Hab ich schon gefragt, Vater. Wollen wir lange die Tage? Warte mal, mein Gott, Platz auf, bitte, nehmen Sie Platz. Hier ist der Laptop, holen Sie wieder dazu. So, hier ist alles geschrieben. Das ganze Zeug muss bis Donnerstag fertig sein. Ich hoffe, Sie können meine Schrift lesen. Und machen Sie hin. Du glaubst es gar nicht, wie schwierig es ist, heutzutage eine Sekretärin zu finden. So, wo waren wir stehen geblieben? Du, Daniel! Die tut gar nichts, die sitzt da nur rum. Warum sitzen Sie hier bloß rum? Warum tippen Sie nicht? Na, ich kann nicht tippen. Hä? Und warum bewerben Sie sich dann bei mir als Sekretärin? Ich habe mich nicht bei Ihnen als Sekretärin beworben. Ich habe mich bei Ihnen beworben in der Hoffnung, dass Sie mich entdecken. Entdecken als was? Na, als Schauspielerin. Ich bin nämlich Schauspielerin mit Buddy und Seele. Naja, vor allen Dingen mit, Buddy. Sie glauben wirklich, wenn Sie mit mir in die Kiste hüpfen, bekommen Sie eine Rolle? Ja, so wird es doch gehandelt, oder? Meine liebe Frau Vogelhuber, Sie schauen eindeutig zu viel amerikanische Filme. So was gibt es nicht. Jedenfalls nicht bei mir! Nicht? Nee. Na, so ein Pech aber auch. Na, aber wir können doch trotzdem mal Probe liegen hier. Und die Alte hier... Also, warten Sie mal, Frau Vogel. Jetzt haben Sie mal hier. Wissen Sie was? Ich suche mir meine Schauspieler nach ihrem Können und nach ihrer Leistung aus. Und ich nach ihrem Body. Haben wir uns verstanden? Also. Aber darf ich bitte einmal vorsprechen? Ich bin super gut als Julian, wirklich. Passen Sie auf. Jetzt suchen Sie erstmal einen Kurs, wie lerne ich richtig sprechen. Ja? Und jetzt raus, Frau Vogel! Aber Herr Wasser, bitte hören Sie mir einmal zu, bitte. Ich bin da super. Und ich bin echt super. Und legen Sie Ihren Künstlername zu. Ja, ich wusste es, du bist Bea! 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 Daniel! Ach, Lisa! Daniel, du überrascht mich. Erzählst du mir nicht seit 5 Monaten, 3 Wochen und 4 Tagen, dass ich die einzige Frau in deinem Leben bin, die je wichtig für dich war? Was machst du hier eigentlich? Lisa, das kann ich dir erklären. Das ist nicht so, wie es aussieht. Das sieht nur so aus. Ja, ich warte. Auf was? Auf deine Erklärung. Du willst doch nicht behaupten, dass du hier gerade eine Szene für dein neues Theaterstück inszenierst. Ich jedenfalls habe in meinem Textbuch nichts davon geschrieben, dass sich zwei wie wilde Hündchen auf dem Sofa rumliegen. Und wo bleibt nur die Erklärung? Lisa, das ist in 3 Worten erklärt. Mhm. Das ist Bea. Ja, ja, das ist Bea. Halten! Tür ist offen, reinkommen! Nein! Stopp! Ich öffne selbst. Hey, komme wegen der Wohnung. Frankie Boy hat gesagt, dass ich hier für die nächsten 5 Monate pennen kann. Boy, geile Bude, echt geil. Hä? Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Ja, aber Grufti, das hab ich doch gerade gesagt. Ohren verstopft, wa? Naja, kein Wunder, dem Alter offensichtlich. Hä? Sag mal, ich verstehe nicht, was wollen Sie? Hör mal zu, Opa. Frankie Boy hat ja schon gesagt, du könntest ein bisschen rumzapfen, aber er hat mir auch gesagt, dass du ein echt durchgeknallter Asphalt-Cowboy bist. Ja, der überhaupt keinen Spaß versteht. Vor allem verstehe ich kein einziges Wort. Ja, also nochmal, hör mal. Ich will diese Wohnung hier zum Pennen
Und wenn du mir die Miezelhemden noch dazu gibst, dann lasse ich das ja noch eine ganze Woche Zeit, um deinen Krempel zusammenzupacken. Oh nein, komm, setz dich. Du, ich kann mittlerweile eine Flasche Wein öffnen, ohne hier den Hals zu brechen. Bea, du bist unmöglich. Sag mal, was machst du hier mit bei deinem Ex-Mann? Deine Vermieterin sagte mir, sie hätte dich rausgeworfen. Stimmt das? Ja. Warum? Hast du beim T42 ihr Meister Porzellan zerdeppert? Ach, Quatsch. Oder was ist schon wieder passiert? Ja, bitte. Schönen guten Tag, der Herr. Ach, ist ja ein reizender Empfang. Immer wieder freundlich. Wo sind Sie denn? Ach, da. Sie sind sicherlich der Besitzer des derzeitigen Oldsmobil, was da unten auf der Straße steht. Was? Sie wollen mein Oldsmobil kaufen? Ja, das sagte ich genau. Genau das möchte ich. Im Inserat stand nämlich kein Preis. Und ich bin im Stress, Zeit ist Geld und ich habe keine Zeit. Also nun sagen Sie schon, wie viel der Wagen kostet. Ihr Jaguar gefällt mir nämlich äußerst gut. Sagen Sie mir den Preis und der Wagen ist gekauft. Sag mal, was kommt da überhaupt in die Tüte? Denn den Wagen liebe ich mehr wie Lisa und Bea zusammen. Was soll denn der Schwachsinn? Ach, so ist das also. Wie? Ja, Preis aufdrücken, wie? Ja, das gibt es nicht. Nicht bei August Wackernagel. Also jetzt sagen Sie schon den Preis von der alten Mühle und der Wagen ist gekauft. Solange Ihre Forderung im Rahmen des Erträglichen bleibt. Sie verstehen es nicht, wa? Dieser Wagen ist nicht zu verkaufen. Ausrufezeichen, Schlussstrich, Punkt. Ach so. Dann ist das Ganze wohl ein Missverständnis. Ich hasse Missverständnisse. Aber sollten Sie den Wagen vielleicht doch irgendwann mal abgeben wollen, dann denken Sie an mich. August Wackernagel, Unter Oberdorf, Schrott und Eisenteile an Gros. Herr Schrott? An Gros, habe die Ehre. Und guten Tag, mein Name ist Julia Fritsche und ich bewerbe mich auf unser Rad in der Zeitung. Sie kommen sehr ungünstig, zur Zeit ist bei mir alles, ich habe die Nase gestrichen voll, ich brauche keine Bettmamsel, keine Strickmamsel und von Schauspielern habe ich auch die Nase voll. Ich bewerbe mich auf Inserat als Putzfrau. Putzfrau? Kommen Sie rein, junge Frau, was? Das sagen wir gleich, schon mal dieses Hin und Her holen. So, Putzfrau, da können Sie bei mir gleich anfangen, ja, bitteschön. Und wenn Sie die Bude, dieses schönes Apartment bis heute Abend, Picofeller sauber kriegen Sie von mir das doppelte Gehalt. Das wird leider etwas schwierig. Also wir haben schon Nachmittag und hier drin sieht es aus, als hätte ein Blitz eingeschlagen. Übertreiben Sie doch nicht mal gleich. Das ist die zweite. Fritsche ist mein Name. Ich arbeite auch noch nicht so lange hier. Ich bin Putzfrau oder Bodenkosmetikerin, sagt man ja heutzutage, nicht wahr? Ich räume auf, staube ab, etc. Wie aufregend. Ja. Haben Sie denn gar keine Anleitung? Wir können gehen. Wow, Sie werden ja immer hübscher. Ich bin ja ein Glückspilz. Das wird ein wunderbarer Abend. Ich fühle es bis in die Zehenspitzen. Ach, Frau Fritsche, ich vergesse, wenn der Daniel zurückkommt und nach mir fragt, er muss gar nicht wissen, wo ich bin. Und wegen der Lisa soll er sich mal keine Sorgen machen. Ich habe alles voll im Griff. Ich werde es ihm ausrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Den werden wir haben, Frau Fritsche. Den werden wir haben. Ja, solange bis meine Wohnung renoviert ist und alles wird schön. Ja, so, der Drink ist fertig. Ach so. Entschuldigung. Oh. Das tut mir jetzt aber nicht. Oh. Ach, das ist... Entschuldigen Sie, Sie müssen eine Mordswut auf mich haben. Naja, das macht doch gar nichts. Kann doch jedem mal passieren. Es ist trocknet wieder. Haben Sie vielleicht etwas Mineralwasser? Mineralwasser? Sie trinken Mineralwasser. Mineralwasser. Okay. Bitte schön. Ah, danke schön. Haben wir gleich. Sie brauchen das Mineralwasser für Ihre Hosen? Nutzt das was? Also wissen Sie, ich kann mir einfach nichts Schlimmes vorstellen, meine Frau ja nach Strich und Faden zu verwöhnen und jeden Monat 4 Wochen in die Ferne zu fahren. Oh, dann sind Sie bestimmt vom anderen Ufer. Also wissen Sie, Frauen ja, sind das Schönste seit der Erfindung des Mobiltelefons. Tag.
Ach Gott, ist das ein wunderbares Apartment. Ach, genau das Richtige für mich. Ach, ich nehme es, was kostet es? Diese Wohnung ist nicht zu verkaufen. Donnerwetter nochmal! Das ist ja nicht weiter schlimm, dann miete ich es halt, sie guter. Ach, da muss ich wenigstens nicht so einen hohen Kredit aufnehmen. Was für ein Kredit? Na, um die Wohnung hier zu kaufen. Wissen Sie gerade, meine Güte, ist aber ganz schön, du. Wissen Sie, gerade in der heutigen, wie ist das denn das hier? Gerade in der heutigen Zeit, wo man sich ja nie sicher sein kann, seinen Job zu verlieren, da ist ein Kredit ja gar nicht gut. Wissen Sie, das Mieten ja auch viel, viel günstiger. Gehen Sie mit mir ein, mein Guter? Diese Wohnung ist auch nicht zu vermieten. Ja, meine Güte, dann kaufe ich sie halt doch. Wissen Sie eigentlich, was Sie wollen? Diese Wohnung ist nicht zu vermieten und auch nicht zu verkaufen. Ich bleibe hier wohnen. Jetzt verstehe ich erst. Hören Sie mal, Sie wollen noch ein Zimmer für sich haben. Ach, sagen Sie das doch gleich. Hören Sie mal, mit mir kann man doch reden. Wirklich kilometerweit. Sagte ich eigentlich schon, dass ich Arzt bin? Sag mal, ihr zwei, wollt ihr vielleicht was trinken? Ein Champagner, ein Wein, ein Mineral? Ich auch, ich bin auch Ärztin. Na, das ist ja ein Zufall. Du bist Ärztin? Hätte ich ja nie gedacht, sag oder, mal. Oder eine frische Blutkonserve. Wir sind segeln gegangen, Pingpong haben wir gespielt, dann sind wir noch grillen gegangen und Boot fahren und Schlittschuh fahren. Och, wir hatten einen super Tag, nicht wahr, Freunde? Noch zwei, die sich köstlich auf unsere Kosten amüsiert haben. So, bitteschön. Danke. Wunderbar. Also wissen Sie, ich hatte es zwei Rollen zu vergeben und da dachte ich, aber jetzt habe ich keine Lust und keine Zeit, mir Ihre anfallenden Qualitäten anzuschauen. Ja, aber Sie konnten uns doch schon einige Rollen testen, haben wir Sie nicht überzeugt? Was? Ich weiß, ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, Massade, dass Sie mich nicht haben Probe liegen lassen, Herr Wasser, da haben Sie echt was verpasst. Und inzwischen arbeite ich für den größten Musiker aller Zeiten. Kennen Sie Simmy G? Hä? Frau Vogelhuber? Vogelhuber? Ey, Alter! Oh, hör mal, die Tatsache, dass dein Gehirn immer löchriger wird, ist ja schon schlimm genug. Und dass du an Alzheimer leidest, offenbar auch. Aber nicht heute Abend. Und jetzt erklär mir nicht, dass du mich nicht wiedererkennst, ne? Hi, Süße. Ja. Aber auch sehr unnachgiebigen ja. Theaterbesitzer eine Rolle bekommen könnt. Ist gut. Ich hab's kapiert. Okay, Sie haben die Rolle. Versuchen wir es miteinander. Es wird euer Schaden nicht sein, euer Gnade. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Das freut mich aber. Also, wissen Sie was? Nein, Bea! Bea! Oh, Bea! Guck mal mit. Pass mal auf, Bea. Guck mal, das ist Markus Eckloff, ein Schauspieler mit großer Zukunft. Markus, das ist Bea. Viel Vergnügen, Frau Fritsche!